Glänzen tut die Partie lange Zeit nur neben dem Spielfeld. Es geht nämlich bis zu 25. Minute, bis der erste Treffer fällt. Der Mathieu Chantre trifft zum 1:0. Der Nolan-Chef im Goal von der Leventine kann den Sonnenschuss einmal heben. Klar muss der Treffer den Ambrigoli auf seine Kappe nehmen. Ein Baskli zu dieser Partie, dass so ein Goal passiert. Bis zum nächsten Goal geht es auch wieder 20 Minuten und es braucht einen Energieanfall von Patrick Sidler für den Ausgleich. Der andere Verteidiger tankt sich durch und knallt den Böck ins Netz. Es ist der erste Saisontreffer für Patrick Sidler. Klar, dass so ein Spiel ins Penalty-Schiessen geht und da haben die Bieler die besseren Nerven. Der Chantre und der Baudouin treffen für die Zeeländer. Von Ambri scheitern alle am Reto Berra. Ein Punkt behalten die Leventine trotzdem im Tessin, zwei nehmen die Zeeländer mit.